So, ich habe ja heute die Kindertrinkflasche von Emser. Wollte Ihnen das nur einmal in einem Filmchen zeigen. Und zwar muss man die öffnen, indem man hier unter der Kappe ist so ein Drehring. Ich halte das oben fest, damit man das auch sieht. Da kann man auch so drehen. Da kommt dann die große Öffnung zum Vorschein. Ich habe da auch Wasser eingefüllt. Dann wird das draufgedreht und hier am Ring auch einfach festgedreht. So, zum Öffnen braucht man nur die Kappe hochdrücken und da reindrücken. Jetzt ist sie trinkfertig, oben durch den kleinen Schlitz auch oben, und verschlossen wird die, indem man da drückt. Dann ist sie auch richtig dicht, richtig dicht. Zeige ich Ihnen noch einmal, wie das funktioniert. Und zwar sieht man hier im Deckel, da oben, wenn ich jetzt auf den drücke, dann geht der Verschluss nach hinten. Und wenn ich den grauen Knopf von oben drücke, springt er wieder zurück und dann ist die Flasche wieder dicht. So, ich weiß nicht, ob alles im Bild war. Offen, zu. Das ist der ganze Trick. Und wie man sieht, sind hier auch nicht so viele kleine versteckte Ecken oder so. Die Flasche ist einfach sauber zu halten. Die kann man in der Geschirrspülmaschine tun, genauso wie den Deckel. So, ist sie drauf, ist sie dicht. Überhaupt kein Problem. Ich finde die Flasche super. Kindergerecht und klasse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.